Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Wie man sieht, wieder aus der Dritte Engelstedt. Leider heute ein bisschen enttäuschend. Ich war Montag da. Und ja, jetzt haben wir Sonntag. Morgen ist schon wieder Montag, also schon fast eine Woche wieder her. Bei der ersten Anlage ist nichts, wie man sieht. Bei der zweiten Anlage ist die Bohrungsmaschine weg. Ich habe nämlich gehört, also ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben, das ist nämlich für Pfahlfundamente. Und ich kann ja auch gleich mal hingucken. Ah, da ist noch Videoüberwachung, glaube ich. Aber ich fahre auf jeden Fall gleich noch zur dritten Anlage, weil es sieht so aus, als ob da Sachen liegen, also kleine Sachen. Also ich schnack nicht lang rum, aber irgendwie sind hier weniger Sachen als letztes Mal. Finde ich ein bisschen komisch. Na gut, wir sehen uns dann gleich. Dann beame ich mich einmal rüber. Und zack, bin ich bei der dritten Anlage. Das war doch cool, ne? Ja, hier war ich noch gar nicht bei der dritten Anlage. Ja, und hier sieht es schon spannender aus. Ich glaube, hier wird nämlich ein normales Fundament gemacht. Ne, hier gibt es eine Runterfahrt. Ach, keine Ahnung, werden wir später sehen. Ist ja noch wirklich früh jetzt. Ja, habe ich eben fast aufs Maul gelegt mit dem Fahrrad, weil der dicke Kies nicht wirklich verdichtet ist. Also, weiß nicht, was das soll. Boah, diese Spinnweben hier überall. Ihr wisst ja, hier Altweiber, Sommer oder sowas. Wirklich schlimm heute. Ja, wir haben heute den 9.10. einen schönen Herbsttag, wie ich finde. Ja. Und wie man sieht, hier geht's auch schon voran. Nur ich weiß jetzt halt nicht, welche Anlage als erstes fertig wird. Ob die erste, die zweite oder die dritte als erstes fertig wird. Aber, was ich hier gerade sehe... Ah, nee. Doch, das ist es. Das gibt's ja nicht, dass das schon fertig ist. Vielleicht erkennt man es schon, aber ich glaube, an dem erkennt man es noch nicht. Also ich habe es gerade daran erkannt. Und zwar die, na, wie soll man das nennen? Die Bänke für die Flügel sind schon fertig. Und bei der zweiten sind sie auch, glaube ich, schon fertig. Bei der dritten, glaube ich, noch nicht. Sieht man schlecht bei der dritten. Aber das sind die Bänke für die Flügel. Sehr schön. Also wirklich schon Fortschritt. Ja, und hier sieht man mal, wie nah das am Windpark hier ist. Also ich glaube, es gehört nicht dazu, aber es war halt hier schon lang geplant. Und jetzt geht's endlich los. Ich freue mich. Jetzt geht's langsam richtig los. Hier, wie man sieht, die E82, dann die E70 mit Alu, auch ein sehr seltenes Ding. Ja, und hier das Fundament. Also, okay, nicht Fundament, aber das Loch fürs Fundament. Dann müsste das ja bald richtig losgehen. Also, ich kann ja gleich nochmal kurz zur zweiten ranfahren und mal gucken. Aber ich glaube, da sieht man nicht so viel. Ja. Aber das müsste auch schon mal ready sein fürs Fundament. Und, wie man hier schön sieht, das hätte ich nicht gedacht, die roter Blätterplätze sind auch schon fertig. Die liegen dann halt... hier so über die 80 Meter Schlappen sind das ja gar nicht. Das sind, glaube ich, 149, 75 Meter, 74,5 Meter sind das, glaube ich, Flügel, ja. Und die werden dann hier liegen, drei Stück nebeneinander. Und ich hoffe mal, dass es nicht mal so lange dauert. Vielleicht liegen sie sogar noch diesen Winter hier. Aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ja, wie gesagt, hier ist gleich eine Straße. Also kann man da auch bestimmt gute Aufnahmen machen, wenn man da sich in die Einfahrt stellt. Oder halt von da oben. Also hier kann man wirklich richtig gut dann filmen, finde ich. Das kriegt man richtig gut hin. Ja, da bin ich schon richtig gespannt drauf, weil hier kann man, wie gesagt, richtig gut filmen, weil hier gibt es viele Stellen. Da oben kommt man nah dran, von der Straße kommt man nah dran. Und die Straße und den Weg können sie ja nicht zumachen, deswegen. Also wird das richtig geil. Und das Beste ist, ich kann halt zu jeder Zeit hier hinfahren. Also wenn es gutes Wetter ist, kann ich hier, diese Spinnweben, kann ich halt hier fast jeden Tag hinfahren. Ich kann ja auch abends hinfahren, in der Nacht hinfahren, wenn die in der Nacht noch arbeiten.
kann ich auch machen. Ein Bussard. Sehr interessant. Ja. Dann fahre ich noch kurz zur zweiten, guck da einmal kurz. Und danach fahre ich wieder in den Garten. Ja, gut. Ja, ja. Jetzt bin ich hier beim Windpark rumgelaufen und jetzt bin ich in den Knast gekommen. Nein, Spaß, natürlich mein Zaun. Ja, hier sieht man die zweite Anlage. Wie gesagt, hier steht ein Zaun vor. Keine Ahnung warum. Kann ich auch einfach zwei Schritte rum machen. Muss ja jetzt nicht hinterfragen, aber das halt Videoüberwachung habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist sowieso nicht spannend. Die Bohrungsmaschine ist weg. Aber es sieht auch nicht so aus, als ob die da überhaupt Bohrungen gemacht haben. Ich sehe da nicht meine Fläche fürs Fundament. Keine Ahnung. Aber ich könnte eigentlich mal gucken. Ich glaube, ich gucke gleich mal, wenn die Kamera aus ist. Ah, da hinten sind, glaube ich, die Flächen für die Flügel. Ah, keine Ahnung, wo das Fundament hin soll. Na ja, gut. Das war's für dieses Video. Bisschen XXL-Version. Meine Videos gucken sowieso nicht mehr so viele. Aber jetzt wird's nochmal spannend. Ich wollte gerade zurückfahren. Und es ist wirklich das, was ich nicht gedacht hätte. Bei der ersten Anlage seht ihr diesen Mini-Hügel vor den anderen Hügeln, diesen breiten Hügel. Das ist, wo die Flügel hinkommen. Von da nach hier auf den großen Haufen. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Sag mal, wie wollen die Halter da oben drauf bekommen? Alter. Also das wird man sehen später. Ich kann es nicht glauben, aber es sieht so aus. Weil da oben ist der kleine lange Hügel und hier ist der große lange Hügel. Also das Gegenstück halt. Ey, das können sie mir nicht erzählen. Na gut, wir sehen uns dann, wenn es wirklich so ist. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.